Willkommen zurück bei einer neuen Aufnahme und bei einem neuen Part von Let's Play TKKG Verrat an TKKG. Das hier ist der 12. Part. Ich habe gestern gar nicht aufgenommen und bin jetzt wieder dabei aber. Und ich habe den vorigen Part aber gerade erst bearbeitet und gerendert. Deswegen weiß ich auch genau, an welcher Stelle wir jetzt sind und was wir noch machen müssen. Denn bisher bin ich im dritten Level alle Stationen einmal mit Tim abgegangen und jetzt kommt also dementsprechend Karl dran. Und wir versuchen es mal wieder beim Sonnenstudio, wobei wir wahrscheinlich keinen Erfolg haben werden. Er sagt schon nicht mal mehr was. Ach so, wir können jetzt hier an diesen Gully rangehen mit Karl. Na gut, das ist ja nun nicht so sinnvoll. Ja, machen wir doch direkt weiter bei der alten Fabrik. Kenne ich sie nicht? Nee, woher denn? Ja, ich meine ja auch, dass das der Weihnachtsmann ist. Tag zusammen. Kannst du nicht ein bisschen Kleingeld rüberwachsen lassen? Vielleicht ein andermal. Dann nicht. Genau. Dann nicht. Aber kannst du nicht eine Frage beantworten? Seid ihr oft hier? Zum Beispiel die? Logo, ist nicht so windig hier. Ach, das ist der Grund. Ich hatte mich am letzten Part schon gefragt, warum die hier am Stadtrand rumhängen. In einem alten verlassenen Industriegebiet. Sind Sie nicht der Weihnachtsmann mit der Spendenbüchse? So, das ist nämlich die Frage. Schön wär's, wenn ich einen Job hätte. Ha. Sind Sie nicht der Warten Sie auf jemanden? Nein, ich gehe nur mit meinem Hund spazieren. Ach so. Wieso steht er dann die ganze Zeit da rum? Warten Sie auf jemanden? Sind Sie nicht der Wein? So, wir wollen jetzt einmal mal die anderen hier wieder haben. Seid ihr oft hier? Ist die alte Fabrik wirklich leer? Manchmal kläffen Hunde. Vielleicht sind es die Bullen mit ihren Hunden. Brav aufpassen, dass die Kids ihre Schularbeiten machen, statt sich rumzutreiben. Wer weiß. Das war ja ein interessanter Hinweis. Ich glaube, mit den Gullis können wir noch nichts anfangen. Aber das scheint ja zu belegen, dass tatsächlich diese Hundekämpfe in der Fabrik stattfinden. So, weiter geht's zum Zuladen. Ja, der Weihnachtsmann ist ja weg. Wir können uns auch hier nochmal kurz den Gulli angucken. Der Vogel hat auch nichts mehr zu melden. Beteiligt sich Cora Klinke an den Wetteinsätzen? Nein, die gibt ihr Geld lieber für schicke, teure Klamotten aus. Die kosten bestimmt einen Haufen Geld. Vielleicht zahle ich ihr zu viel. Ja, oder sie verkauft gestohlene Hunde, wer weiß. Haben Sie die Spuren im Hof bemerkt? Oder wettet auf die Gewinner von Hundekämpfen? Die Spuren habt ihr doch selbst gelegt, nur um euch, Detektive, interessant zu machen. Ihr seid schon ein paar Kindsköpfe. Na gut, aber wir können trotzdem auf den Hof. Hier geblieben. Ach so. Mit Tim konnten wir doch auf den Hof, oder nicht? Haben Sie die Spuren im Hof bemerkt? Könnte es sein, dass jemand Ihre Videoanlage manipuliert hat? Weil sie nicht richtig läuft? Das kann ich mir nicht vorstellen. Im Laden sind doch nur Cora Klinke und ich selbst. Da müsste dann schon einer von uns beiden an der Überwachungsanlage herumgespielt haben. Ja, und wenn er das nicht war, muss Cora das gewesen sein. Hier geblieben. Denn die Frage ist ja, wie die Hunde in den Schuppen gekommen sind, theoretisch. Und entweder durch den Geheimgang oder durch den Laden. Fakt ist natürlich, dass sie wahrscheinlich irgendwie durch den Laden gekommen sein müssen,
um so in die Fabrik zu kommen, oder nicht? Denn wenn man so in die Fabrik rein könnte, dann gäbe es ja gar keinen Grund, dass die Hunde in dem Schuppen sind. Da würde dann auch der Spruch des Vogels, uff, ist der schwer, Sinn ergeben, wenn hier Leute die schweren Hunde durch den Laden schleppen. Tja. Weiter geht's. Das ist privat. So, noch die Fragen. Wissen Sie, was TKKG herausgefunden hat? TKKG? Ich kenne nur die Geschichte mit Gabi, der Pfote. Na, und da habt ihr euch nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Ja, antworten tut er jetzt nicht mehr. Das ist privat. Ja, ich möchte gerne diesen Mantel anklicken. Wissen Sie, was TKKG hat? Das hatten wir schon. Ist Commander gefährlich? Als man ihn zu mir brachte, ging er auf jeden Hund los, der in seine Nähe kam. Ich versuchte, ihn mit Konzentrationsübungen zu therapieren. Er musste sitzen bleiben, während ein Trainer mit anderen Hunden vorbeilief. Gerade als sich erste Erfolge zeigten, verschwand Commander. Tja, wenn der jetzt an Hundekämpfen teilnimmt, dann ist er wahrscheinlich... Da hat sich das ja nicht so gelohnt. So, weiter geht's zu Frau Bleibtreu. Den Tisch kann man nicht mehr anklicken, aber mit Karl kann man in jedem Level nochmal diese... Erstaunlich, wie ein paar Punkte unsere Schriftzeichen ersetzen. Maschine anklicken. Die Blindenschrift braucht viel mehr Platz als gewöhnliche. Darum arbeiten wir mit einer eigenen Kurzschrift, bei der Silben und ganze Wörter gekürzt werden. Dennoch hat ein Roman in Blindenschrift noch immer das Format eines Telefonbuchs. Interessant, aber ganz schön verrückt. Es gibt ja auch Hörbücher heutzutage, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, ich kenne eigentlich niemanden blinden, aber... Ja gut, vielleicht ist es dann so, dass man liest, nur weil man das kann. Ja? Gar nicht, weil man unbedingt lesen muss. Also ich meine jetzt Romane, man muss natürlich diverse Sachen lesen, aber ja keine dicken Bücher. Kennen Sie die alte Fabrik hinterm Zooladen? Naja, hinterm Zooladen. Würde mich aber wirklich mal interessieren, wie das so ist. Ob Blinde wirklich ganze Bücher lesen, die so dick sind wie Telefonbücher, nur um Bücher zu lesen? Weil man kann ja dann, man muss ja nicht unbedingt Bücher lesen. Versteht ihr, was ich meine? Ich kenne sie nicht. Du, Waldemar? Ja, sicher. Da stehen doch jetzt immer diese Schnorrer, die jeden anbetteln, seit das Werk dicht gemacht hat. Das ist doch auf der anderen Seite der Stadt. Wieso geht er denn damit? Wie geht er denn da spazieren? Kennen Sie die alte... Wie heißt doch gleich Ihr Untermieter? Domian Selch. Er ist ein so fleißiger Mensch. Ja. Dann zu Frau Bellheim. Wir haben echt ganz schön viele Orte im Moment. Bei dieser Taschenlampe lässt sich ein Blaufilter verwenden, falls einem das helle Licht zu grell oder zu auffällig ist. Sind Kontaktlinsen empfehlenswert? Das ist genauso, wir hatten da ja schon andere Fragen. Diese Frage war doch auch schon, gab es doch schon im zweiten Level, war aber da auch mal ein Fragezeichen, meine ich. Ist denn die Antwort genau die gleiche? Für viele ist das eine Frage der Eitelkeit. Dabei können Brillen sehr modisch sein, wenn die Gläser nicht allzu dick ausfallen. Das ist genau das gleiche aus dem zweiten Level, nur damals war es auf der anderen Seite. Haben wir jetzt denn wenigstens rechts eine neue Frage? Wie können wir von TKKG unseren guten Ruf wiederherstellen?
Was macht ein guter Ruf im Geschäftsleben aus? War am zweiten Level noch eine Frage, aber ich glaube bei Gabi. Da hilft nur eins. Ihr müsst den wahren Dieb finden. Ja, nicer Tipp. So, wir sind mit Karl quasi überall gewesen, außer wir können mal... Stille Nacht, heilige Nacht. Ja, das war doch schön. Hier ist nirgends richtig Platz. Ist doch eigentlich ziemlich viel Platz. Naja, egal. Ja, und dann noch zu Gabi. Kleiner Hund. Ja, so. Wie geht's? Mir ist ganz schön langweilig. Okay, hier geht's nur zum Zeitungsartikel. Den hatte ich ja am Ende des letzten Parts schon hier vorlesen lassen. Ich überlege gerade, ist das Spiel eigentlich das einzige Spiel, also jetzt der ersten neun, wo man zeitweise, wo man einer Figur mal nicht spielen kann? Auf jeden Fall ist es neu. Dazu wollte ich eh nochmal was erzählen. Das kann ich ja vielleicht jetzt mal machen. Die ersten vier Spiele wurden halt von einer Frau, glaube ich, geschrieben. Und dann gab es einen neuen Autor. Und der hat dieses Spiel geschrieben. Das ist quasi ein erstes Spiel. Und er wollte halt auch immer mehr Sachen ausprobieren. Deswegen, jetzt kann man hier mal mit welchen Personen nicht losziehen, weil die irgendwie zu Hause sind. Oder man kann. Oder es kommen halt immer neue Orte dazu. Ich weiß auch nicht, ob es das früher schon gab. Die Geschichten werden einfach deutlich komplexer so ab dieser Zeit. Also die ersten Geschichten, vor allem Nummer 1 und Nummer 3, glaube ich, sind irgendwie richtig. Also den kann man in anderthalb Stunden durchspielen oder in sogar noch kürzerer Zeit. Ja, und der Titel Verrat an TKKG, das ist vielleicht auch ganz interessant. Der Titel ist ja irgendwie so mehr oder weniger nichts sagen, das könnte ja alles bedeuten. Grund dafür ist, dass man in der Vorschau auf der vierten CD-ROM einfach quasi einen Titel genannt hat oder woanders einen Titel genannt hat. Und zwar hat man einfach gesagt, Verrat an TKKG. Und dann kam halt der neue Autor und dem wurde gesagt, ja gut, das Erste, was du schreiben musst, muss den Titel Verrat an TKKG haben. Und dann musste der sich halt eine Story ausdenken, die zu diesem Titel passt. Wie ich finde, wie gesagt, hat das sehr gut gemacht. Wie gesagt, eins meiner Lieblingsspiele, ich hatte das schon im ersten Part erklärt. Ja, ich glaube, so war das, habe ich mal in einem Interview gelesen. Wir haben immer noch ein bisschen Zeit, deswegen gehen wir mal mit Klößchen los. Das wollte ich eigentlich immer schon mal erzählen hier in diesem Let's Play, jetzt habe ich das mal gemacht. Ja gut, hier passiert eh wieder nichts. Hi, ich bin Willi Sauerlich. Ist euch nicht kalt? Ah, oh, seien Sie gegrüßt, Herr Sauerlich, von der ehrenwerten Cindy van Kampen. Mann, bin ich froh, aus diesen Dunstkreisen raus zu sein. Van Kampen? Sind deine Eltern etwa... Finanzgenies, Börsenhaie, eben die van Kampens. Ist eine Million Lichtjahre her. Aha. Bist du daheim in Ungnade gefallen? Quatsch. Bin volljährig und freiwillig raus. Waren Sie auf dem Fabrikgelände? Ja, früher mal. Damals, als ich dort gearbeitet habe. Es kommt mir vor wie eine Ewigkeit. Naja, wenn der was mit den Hundekämpfen zu tun hat, dann war das ja jetzt eine Lüge. Waren Sie auf dem Fabrik? Sind Dalmatiner Jagdhunde? Im Prinzip schon. Kralle ist ein ausdauernder Läufer. Wenn er so richtig loslegt, kommt man schnell aus der Puste. Was, Kralle? Aber für einen echten Jagdhund ist er viel zu auffällig. Ja, auffällig. Zum Beispiel hat Frau Bleibtreu ihn im Lieferwagen gesehen. Bist du daheim in Hast du vielleicht mitbekommen, dass hier Hundewettkämpfe stattfinden? Hier in der Fabrik? Siehste, Groggy, immer schön bei uns bleiben. Sauber. Was ist das hier links eigentlich für ein komischer Hund? Und wozu sind eigentlich diese Figuren hier? Die sagen ja gar nichts.
Egal, wir sind jetzt gerade schon wieder über die 15-Minuten-Marke hinausgeschritten. Ich wollte nur nicht mitten im Gespräch irgendwie aufhören. Das war der 12. Part mit ein paar Hintergrundinfos und weiter geht's im 13. Part. Den nehme ich direkt jetzt auf. Und ihr seht den dann einen Tag später oder immer. Tschüss.